Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu Reri PV TV, der Tag mit aktuellen Meldungen aus der Photovoltaikbranche im In- und Ausland. Für Sie zusammengefasst, schön, dass Sie reingeklickt haben. US-Konzern First Solar macht wieder Millionengewinne. Die Geschäfte bei First Solar laufen wieder besser. Der US-Solarkonzern, der wegen der branchenweiten Probleme sein Werk in Frankfurt/Oder schließt, erzielt im zweiten Quartal einen Gewinn von 91 Millionen Euro, etwa doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Erfolgreiche Großprojekte wie etwa die Antelope Valley Solar Ranch in Kalifornien waren vor allem für die Gewinne verantwortlich. Forscher entwickeln Dünnfilm-Solarzelle mit 7% Wirkungsgrad. Kanadische und saudi-arabische Forscher haben eine organische Solarzelle auf Basis von Nanopartikeln entwickelt, die einen Wirkungsgrad von 7% hat. Der Vorteil dieser Zelle: sie kann aus billigen Materialien hergestellt werden. Der Wirkungsgrad der neuen Solarzelle liegt bei 37% über dem bisherigen Rekord. Solarmodulhersteller Aleo Solar senkt erneut Umsatzprognose. Der zum Bosch-Konzern gehörende Oldenburger Solarmodulhersteller Aleo Solar AG hatte auch im ersten Halbjahr einen schweren Stand auf dem Photovoltaikmarkt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sank das Ergebnis von 3,4 Millionen Euro auf minus 23,5 Millionen Euro. Der Umsatz rutschte um 28,3% auf 166,4 Millionen Euro. Die Umsatzerwartung wurde nun fürs Geschäftsjahr 2012 von 410 Millionen Euro auf 370 Millionen Euro gesenkt. China setzt vermehrt auf Photovoltaik, denn China will bis 2020 seine Photovoltaik-Neuinstallation auf 50 Gigawatt erhöhen. Laut einer Studie des englischen IMS Research Centers ist dies die Folge der rückläufigen Exporte im zweiten Quartal 2012. Das Marktforschungsunternehmen geht davon aus, dass in China in den nächsten 2 Jahren 10 Gigawatt PV-Leistung zugebaut werden. Die Studie besagt weiter, dass zwar alle Photovoltaikhersteller unter dem starken Wettbewerb litten, die chinesischen PV-Produzenten jedoch zusätzlich vom anhaltenden Handelsstreit mit den USA und nun auch mit Europa betroffen seien. Hereros wehrt sich gegen DuPont-Kritik. Das Hanauer Edelmetall- und Technologieunternehmen Hereros hat Vorwürfe des Diebstahls von geistigem Eigentum des US-amerikanischen DuPont-Konzerns zurückgewiesen. DuPont hatte dem Unternehmen vorgeworfen, Know-how für 2 Photovoltaik-Metallisierungstechnologien rechtswidrig genutzt zu haben und daraufhin Klage eingereicht. Betreiber von PV-Anlagen können Kosten für Versicherungen senken. Laut einer aktuellen Studie des PV-Marktplatzes Milk the Sun können die Kosten für die meisten Photovoltaikversicherungen um durchschnittlich 10% bei gleicher oder besserer Leistung gesenkt werden. Die Marktanalysen der europäischen Online-Börse für die PV-Industrie ergaben, dass die Beiträge von 9 aus 10 verglichenen Photovoltaikversicherungen deutlich zu hoch sind, über die geringe Deckungssumme verfügen, somit unnötige Kosten verursachen. Vor allem bei PV-Anlagen, die seit mehr als 2 Jahren am Netz sind, können aufgrund der Kostensenkung deutliche Einsparungen bei einer neuen Versicherung erzielt werden. Das waren soweit die Meldungen für heute. Morgen sind wir zur gewohnten Zeit wieder für Sie da. Klicken Sie sich rein. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dahin.